Die kühlen Quellen, KI-Küste. Aha. Oh, voll hübsch hier. Hui. Kleine Rutsche. Njum. Platsch. Das erinnert mich ja übel an Mario Galaxy jetzt. Thank you for playing. Oh, wie süß. Hey, das ist ja voll hübsch hier. Voll cool. Mit dem kleinen Schwimmreifen. Hier voll der Strand. Wir können die Muscheln kicken. Oh, da ist was Böses. Und das ist eine Kapsel. Super viele Münzen, ey. Können wir bestimmt für irgendwas ausgeben. Dann, was ist das hier? Oh nein. Oh nein. Was ist das? Könnte vielleicht ein Checkpoint sein oder so. Boah, das ist ja alles zuckersüß gemacht. Ups, Entschuldigung. Oh, was? Wie, was, wo? Das reicht nicht. Oh, Kamera. Kann ich die hinter mich setzen? Nee. Kannst mir doch nicht sagen, dass ich es nicht schaffe jetzt da. So, das zupfen wir alles raus. Ja, so. Oho, schau, Puzzleteil. Hm, wichtig, wichtig. Das ist ja voll süß. Ein Delfin. Schaut mal da im Hintergrund, oder? Bei den Eisklippen hinten auch wieder PlayStation-Symbole. Moment, können wir da hin? Nee, ne? Aber was ist das? Warum leuchtet da ein Symboli? Wahrscheinlich einfach nur, dass man nicht durch darf, ne? Kleine Fischis. Ja. Hey, was ist das? Das ist eine Astrobot-Krabbe. Und die hat eine Schaufel und einen Besen. Die kehrt hier den Sand auf. Das ist ja super lustig. Kann ich die Sandburg auch kaputt machen? Das geht, ja. Muscheln? Das ist ja so süß. Oh, oh. Ja! Ich hau dich kaputt. Der wurde eingebuddelt. Oh mein Gott, wie das ausschaut. Was ist denn das? Super. Das zupfe ich auch raus. Oh, okay. Oh mein Gott, da sind wieder Kapseln an der Palme. Müssen wir gucken. Möchte ich natürlich auch wieder alle rauszupfen. Oh, was ist hier drin? Oho, schau an. Ist es süß oder was? Da wäre ich auf Surfboard. Boah, ich wäre jetzt hier auch gerne. Jetzt schön Urlaub am Strand machen. Das wäre schön. Zack, weg mit euch. Oha. Neues Artefakt. Oh mein Gott, ein PlayStation 3 Controller. Sagt 10 Mal hintereinander Six Axes. Warum denn? Six Axes, 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 Six Axes. Weißt du Bescheid? Und es ist gar nicht so schwer, PlayStation. Ach, wie cool. Einfach einen PS3 Controller gefunden. Der ist sogar an. Kann ihn gerade drehen, indem ich ihn drehe. Super lustig. Ich mag so einen Schmarrn. Oh, ich kann sogar die Sticks bewegen. Nein, wie witzig. Das ist ja super lustig. Ich kann auch die Tasten drücken. Oh, ich kann ja zoomen. Oh, mit diesem alten USB-Anschluss. USB. USB. B? Weiß gar nicht mehr. Sogar mit Sticker und alles. Das ist ja so lustig, Mann. Ein Paket war ein Probepaket von Just Legends, habe ich bei einer Kollegin gewonnen. Oh, wie cool. Ah ja, Mini-USB. Genau, das hieß Mini-USB. Aber da gab es auch verschiedene Mini-USB-B oder so. Da gab es, glaube ich, auch nochmal Bezeichnungen. Aber stimmt, es ist Mini-USB. Danke.
Just Legends? Hey, voll gut, Wolf. Kannst ja gerne mal berichten, wie so Just Legends und so schmeckt und wie das so ist. Und ob das echt ein bisschen fit macht oder was. Ja, cool. Oh, steht ja auch Zoom, ich bin ja auch dumm. Ein PS3-Controller, den habe ich auch hier, pass mal auf. Da ist der Originale. Sieht halt wirklich so aus hier. Ja? Ach, so cool. Das ist natürlich wirklich cool. Für jemanden, der jetzt auch mit der ganzen PlayStation-Familie quasi aufgewachsen ist. Ich hatte auch mal eine PS1 für kurze Zeit. Darauf hatte ich aber nie Spiele. Ich hatte darauf immer nur eine Demo-Disc. Ja, PS2 habe ich auch super viele Berührungspunkte und habe ja auch selber jetzt eine. Und PS3 auch, PS4 auch, PS5. Das ist natürlich super geil. Bist du mit PlayStation irgendwie aufgewachsen? Das ist halt natürlich wunderschöner Fanservice hier alles. Was man da so sieht und sammeln kann und so, das ist schon cool. So ist es ja nicht. Auch wenn Sony hier und da einfach manche Sachen scheiße gemacht hat in der Vergangenheit, ist es natürlich trotzdem cool, auf jeden Fall. Es hat schon was Nostalgisches, es ist schon natürlich sehr, sehr cool, das alles zu sehen. So. Und PlayStation 5, muss ich ja auch gestehen, bin ich im Moment echt sehr zufrieden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Doch. Gefällt mir jetzt schon besser eigentlich als die PS4. Die war für mich einfach nur Katastrophe. Die PS4. Aber ja. Was ich geliebt habe und was ich bisher immer noch liebe, ist einfach die PlayStation 3. Richtig nice. Oh, okay, das werden kleine Bobbles. Okay. Da oben ist ein Puzzleteil, das habe ich voll gesehen. Also richtig, richtig ernsthaft aufgewachsen. Meine erste PlayStation-Konsole, die ich bei mir selber je besessen habe. So richtig, wo ich dann auch wirklich Spiele und alles hatte. Und die Konsole, die ich mir auch mit meinem ersten verdienten Geld gekauft habe, war die PlayStation 3. Ja. Zusammen mit einem kleinen Fernseher, so einem 24-Zoll Flatscreen-Fernseher und eine PlayStation 3 mit Little Big Planet 2. Ja, haben wir mit meinem erst verdienten Geld damals geholt aus einem Ferien-Sommerjob oder so. Das war so cool. Und den Fernseher habe ich immer noch. Der funktioniert noch. Der ist genau vor mir gerade. Auf dem spiele ich gerade. Den nehme ich hier mal als Zockerbildschirm. Ja, ja, das ist noch Technik, ja? Die überlebt einfach mal 10 Jahre, über 10 Jahre. Dann habe ich mir die Kohle 2000. Boah, gute Frage. 9 oder 10? Es ist sehr lange her. Kommt der Gruden wieder. Ich weiß nicht, wo wir beide gesagt haben, PS5 kommt, wenn ihr ins Haus habt, auf Next Gen gar keinen Bock. Und siehe jetzt. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Eben. Es bin nämlich nicht nur ich. Wir beide haben das gesagt. Und jetzt... Du hast ja gleich sogar beides. Du hast ja sogar Xbox Series und der PS5, gell? Ja, ja, wir beide erstmal so, boah, was ist das für eins, Kack. Und jetzt... Man muss aber auch sagen... Das habe ich jetzt auch nur dir zu verdanken. Das dürfen wir jetzt schon nochmal erwähnen und da dürfen wir jetzt auch mal wirklich nochmal fett den Grudon loben. Ich habe es Grudon zu verdanken, dass ich jetzt eine PS5 habe. Der hat mir die quasi zu Weihnachten geschenkt. Und das ist wirklich krass. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Jetzt kommen wir hier in den Genuss von PS5. Spielen. Und Streams. Und überhaupt. Au, au, au. Oh, ich bin instant tot. Deswegen... Krudon, nochmal vielen lieben Dank dafür, echt mega geil. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Der Krudon ist super krass. Hä? Jetzt ist alles wieder da. Muss ich alles nochmal von vorne sammeln? Ich möchte jetzt ganz viel Liebe an Krudon im Chat sehen, bitte. Das wäre voll supi, ja? Das hat er nämlich voll verdient. Ich mach da mit. So. Okay, ich kann einfach quasi nochmal die ganzen Münzen von vorne sammeln. Aber ich hoffe, die Puzzleteile muss ich nicht nochmal sammeln.
Das ist ein Schweini und ich mag Schweini nicht. Jetzt hab ich dich. Ja, nein! Oh, scheiße, ich hab's nicht gecheckt. Oha! So! Neues Artefakt, die PlayStation-Kamera! Die Eye-Kamera von der PlayStation 3. Doch, 3. Das ist die 3er-Eye-Cam, ja. Super lustig. Die habe ich auch. Doch, normalerweise muss das die PS3-Cam sein. Super lustig. Oben ist ein Mikrofon eingebaut und hat eine Einserlinse, wo man drehen kann, dass sie zoomt. Muss man manuell zoomen. Voll lustig. Hat auch immer Spaß gemacht. Ich habe sie eigentlich überwiegend für Little Big Planet genutzt gehabt. Es gab auch tatsächlich nur sehr wenige Spiele, die überhaupt unterstützt haben. Weil sowas wie iToy hieß es, glaube ich, gab es für die PS3 gar nicht. Sondern nur für die PS2. Das ist ziemlich gut. Mich selbst loben. Auch gut, Bruder. Und stimmt, ich habe PS5 und Xbox Series, aber PS5 fühlt sich richtig Next Gen an und Xbox fühlt sich eher an wie ein Upgrade. Immer. Wie wenn du einfach am PC eine Grafikkarte wechselst. Das kann ich mir vorstellen. Gerade weil Xbox ja sich sowieso sehr anfühlt. Ja, das ist halt alles. Das ist so. Weil das Overlay ist halt quasi genau gleich und irgendwie ist alles miteinander kompatibel. Sowieso auch durch die komplette Abwärtskompatibilität bis zur allerersten Xbox. Das irgendwie. Ja, das ist eigentlich so. Eigentlich fühlt sich die viel mehr an, als hättest du eine Grafikkarte reingesteckt, eine neue, und das war's gewesen. Die PS5 ist vom Feeling dann eigentlich. Ja, da spürt man, du hast hier wirklich eine neue Konsole stehen. Das ist irgendwie so. Hast schon recht, irgendwie ist es so. Du hättest eigentlich das auf der Palme abschießen sollen. Die Xbox Series punktet halt. Allgemein punktet Xbox ja eigentlich sowieso wegen Game Pass. Das ist es ja auch eigentlich, was Microsoft anstrebt. Nicht mehr wirklich neue Konsolen, sondern die wollen ja immer mehr auf Service. Das ist Service Gaming. Du holst dir den Game Pass und fertig. Da brauchst du ja auch eigentlich keine Xbox mehr oder was weiß ich. Du kannst aber zocken. Microsoft ist Service Gaming. Okay, ich muss hier also irgendwie durch. Durch den Sandsturm hier. So. Okay, die sind jetzt weg. Nee, das Puzzleteil ist durchsichtig, gell? Ich glaube, das ist ja keine Probleme. Ich glaube, das ist ja schon eingesammelt. Jawohl. Passt. Dann gehen wir mal da rein. Und in Kürze, je nachdem wie weit wir heute mit Astros Playroom kommen, in Kürze auf jeden Fall, gibt es dann sogar noch einen Fummelstream und auch da zocken wir PS5-Games unter anderem an. Freue ich mich sehr drauf. So, genau, das ist ein Checkpoint und jetzt, oh, schaut mal, wie süß, das ist hier voll der Pool mit Gummientchen. Es ist echt zuckergestaltet hier alles. Sowas liebe ich halt schon. Das ist super. Super süß. Upsi. Yeah. Das ist invertiert. 100 Pro. Man merkt es. Ich will die ganze Zeit immer die Kamera eigentlich andersrum drehen. Oh, das war jetzt ein bisschen dumm. Die größten Pluspunkte, die Xbox hat, ist Abwärtskompatibilität und Xbox. Ganz klar. Das ist so. Das ist so. Ansonsten leider doch relativ wenig. Das ist doch eine Anspielung an Fat Princess. Aber 100 Pro mit dem Törtchen auf dem Bauch und so. Die Krone. Das ist eine Anspielung auf das PlayStation-Spiel Fat Princess. Aber ganz sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass das kleine Auto im PlayStation-Labo vielleicht auch eine Anspielung war an, was ist das PlayStation-exklusive Rennspiel gewesen? Ridge Racer, oder? Nee. Gran Turismo. Ja, Gran Turismo war das PlayStation-Rennspiel, glaube ich, immer. Könnte vielleicht auch eine Anspielung gewesen sein. Aber hier auf jeden Fall Fat Princess, ganz klar. Ich glaube, ich muss die große Münze schon sammeln. Also klettern kann der halt nicht, ne? Also ich muss immer auf die Kleinen, dann so.
Ah. Okay, und dann... Ja, hab dich! Höllentaucher, Trophäe erhalten. Hey, sehr schön. Das sind, glaube ich, das sind jetzt meine ersten PS5-Trophäen. Yeah. Was ist hier aber sonst noch so? Kann ich hier was machen mit dir? Ich kann ihn mit Kuchen füttern, aber... Ah, nee, er schrumpft. Ich dachte, vielleicht wird er immer größer und größer, aber nee. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Weiß gar nicht genau. Also weiter hoch, glaub nicht, ne? Nee, ich denke nicht. Ich denke einfach hier, mache ich das auf. Springspar? Was? Kühle Quellen Springspar? Was? Oh mein Gott, ich muss den Reißverschluss jetzt zumachen mit dem Touchpad. Was ist denn das? Oh, ah, das ist dieser Frosch. Mit Neigung tue ich den so lenken. Und wenn ich jetzt drücke, dann lädt es auf und dann kann ich springen. Das kenne ich schon von einer Demo-Station. So im Mediamarkt, glaube ich, war das, konnte ich das ja schon mal anspielen. Da gab es ja eine Demo von Astros Playroom. Und da habe ich diesen Anzug auch schon gehabt. Und es fühlt sich jetzt wirklich sehr mechanisch an. Es fühlt sich an wie diese Metallfeder, die er unten hat, wenn ich reindrücke. Ist es so ein wirklich so ein Federwiderstand. So, ein, so, ja. Hört man das auch? Bisschen vielleicht. Das ist schon cool gemacht. HD Rumble. Sehr, sehr cool. So, wenn ich nur kurz antippe, dann springt er nur so kurz. Wenn ich reindrücke so und warte, dann macht er voll den großen Hopsi. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Es funktioniert auch besser als bei der Demo. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Pow! So. Und zack. Oh, das war ja blöd. Hey, jetzt. Geh doch da hoch. Und zack. Und nach links. Und wieder hoch, rechts hoch. Und links, da ist ein Puzzleteil. Sehr schön. Und so. Und wenn ich beide drücke, was dann? Kein Unterschied. Gar nicht mal übel. Danke. Das ist so. Oh oh. Und, oh nein, da sind Astrobots eingefroren. Aber, okay, ich muss nach links, aber rechts ist auch was. So nämlich. Das ist so süß gemacht, weiß nicht. Ich muss voll an Little Big Planet denken, gell? Das ist irgendwie, weiß nicht, so Little Big Planet ähnlich. Und zack, das schaffst du schon. So, mal ein Puzzleteil, sehr gut. Und dann durchs Glas. Und nochmal. Okay, ich gehe nochmal links. In der Demo spielst du dann Demolition Man. Die haben aus Sand einen Controller gebaut, das ist auch cool. So, was ist hier? Hä? Neues Artefakt. Das ist der PS Move Sharpshooter, ja. Genau, da hat man die Move-Controller reingesteckt. Und dann kommt, das ist halt eine Lasergun. Das ist halt einfach ein Plastikaufsetzer für eine Gun, einfach. Hallo Dark, Hallöchen. Du Dance-Katze. PS Move. Meine Güte. So einen Schmarrn habe ich auch noch, glaube ich. Ob die noch funktionieren? Weiß ich gar nicht. Weil ich den Akku super lange nicht aufgeladen habe. So, ich zeige euch das mal. PS Move, es sieht immer so ein bisschen falsch aus, finde ich. Das ist ein PlayStation Move Controller. Mal ganz kurz. Mach das, ich zeig das mal kurz, das sieht halt so aus. Das ist hier so ein Gumminopsi, den kann man durchdrücken. PlayStation Move. Das ist eigentlich das Äquivalent zur Wii, sag ich mal. Das hat Sony von der Wii nachgemacht. Das ist eigentlich
wie eine Wii Remote. Du spielst so. Das ist halt, ne, und so. Hat dann auch so Tasten, ganz winzig kleine. Und ja, das war Sonys Nachmache zur Wii. Das war Bewegungssteuerung. Spiele mit Bewegungssteuerung. Ja. Gab es ein paar Games? Doch, gab es sogar einige Games. Beziehungsweise einige Games, die einfach grundsätzlich auch mit Move unterstützend sind. Also Killzone 3 fällt mir jetzt gerade als erstes ein. Das konntest du auch, wenn du Bock hattest, mit Move spielen. War nie Pflicht eigentlich. Es gab sehr, sehr wenige Pflicht-Move-exklusive Spiele. Sondern meistens waren es einfach Spiele, die auch Move unterstützt haben gleichzeitig. Ja. Habe ich. Ich habe zwei davon und es gab auch sowas wie Nunchuck dazu, das auch. Mal sehen, ob ich den finde so auf die Schnelle. Der ist hier irgendwo rumflacken. Bin ich da dran? Weiß ich nicht. Nee. Finde ich jetzt auf die Schnelle irgendwie nicht, gerade in meiner Schublade voller Controller. Aber ja, Move. Finden wir bestimmt auch noch als Item. Sieht aus wie ein Eis und oben ist die Eiskugel. Du findest, es sieht aus wie ein Eis. Ich finde, das sieht aus wie etwas von Eis.de. Das eher. Ja. Und da hat man auf jeden Fall das rein, vorne reingesteckt. In die Gun. Ne? Wenn wir schon dabei sind, hat man dann den Move da vorne reingesteckt. Okay, wir sollten gehen. Ach, schön. So, es geht weiter. Es ist voll cool, dass ich hier währenddessen einfach so ein paar Sachen auch erzählen kann, euch zeigen kann. Ist eigentlich cool. Und zack. Und hops. Ach, scheiße. Also das von. Also das von Eis.de wird oben reingesteckt. Nee, und das wird da reingesteckt. Das wird vorne reingesteckt, ja. Ganz genau. Was ist da? Die spielen da was. Moment, was? Dude Raider? Oh mein Gott, seht ihr das? Oh Mann, hier sind wieder so süße Details. Warte mal. Hier, seht ihr das? Da steht eine kleine PlayStation 3 und die spielen Dude Raider. Also Tomb Raider quasi. Wie lustig. Wie lustig. Ach, das ist das Ziel. Ja, da will ich noch nicht hin. Ach so, oh, okay, das ist Wassi. Wassi, Wassi, überall. Hopp. Ich weiß, da ist rechts noch irgendwas. Ah, scheiße. Ja, ich schaff das. Gut, gut. Und da ist was Goldenes. Noch ein Relikt und zwar PS Move Pistolenaufsatz. Okay, den habe ich zum Beispiel jetzt tatsächlich noch nie gesehen. Der ist sogar mir neu. Den kenne ich so gar nicht. Ich kenne nur die Move Gun von eben. Die habe ich noch nicht gesehen. Gab es die überhaupt in Europa bei uns? Die kommt mir gar nicht bekannt vor, krass. Witzig. Auch mal was Neues. Voll lustig, die Wände auch aus Prozessorchips und so, ne? Es ist ein sehr detailverliebtes Spiel. Ich lieb sowas. Es ist jetzt nicht einfach so eine langweilige Tech-Demo, die irgendwie einfach nur da ist und ja, hier halt zum Ausprobieren, voll wenig Liebe und so. Nee, die haben das echt super liebevoll gemacht. Das ist echt süß. Es ist auf jeden Fall tausendmal besser als dieser Scheißhaufen von One-Two-Switch. Dass nicht mal, obwohl es auch nur eine Tech-Demo ist, es lag ja nicht mal der Switch bei. Es wurde verkauft für 50 Euro. Also, hallo? Also, da macht es Sony hier 100 Jahre besser mit beigelegten Games. Ist einfach so. Und tschüss, das war's wohl? Oh, was haben wir hier? Metal Gear Solid. Da steht auch Solid State drauf. Kühle Quellen, Schlotterschollen. Oh, okay. Hab ich dich! Oh, wie lustig. Schaut euch das an. Oh, diese ganzen Anspielungen, Spielereien, Easter Eggs. So süß. So süß.
Da hat Sony mal was besser gemacht, das ist so. Das ist so. Muss man einfach sagen, es ist so. 50, what the fuck, ja. Ja! Oh, das ist voll süß alles, gell? Schön, 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 echt. Ach, super, echt, das gefällt mir super gut, das Spiel, ehrlich. Macht schon Spaß hier alles, super süß. Geh weg hier, gefährliches Ding. Okay, dann... Warte mal, da ist was in der Röhre los. Ach so. Okay, kein Easter Egg oder so. Aber vielleicht, dass hier irgendwo was ist noch? Nee, okay. Okay, nee, gut. Dann zupfen wir mal das da raus. Hopp. Und dann geht's wohl weiter, hm? Oh, das sieht sehr stürmisch hier aus. Oh je, oh je.